Und damit willkommen zurück zu Commander Conquer 3 Tiberium Wars im Live-Let's Play. Tja, Commander, Sie haben fabelhafte Arbeit geleistet. Aber Sie haben noch eine Schlacht zu gewinnen. Erobern Sie das Weiße Haus zurück. Vom taktischen Standpunkt her hat es für uns bloß Symbolwert. Aber unterschätzen wir in diesem Krieg nicht die Macht der Wahrnehmung. Wir zeigen der Welt, dass wir die Blutung gestoppt und Nott unter Kontrolle haben. Aber ich sollte Sie warnen. Nods Elitetruppen kämpfen mit Stealth-Einheiten. Sie sollten also zuallererst die Störtürme ausschalten. Denn so enttarnen sie den Feind. Viel Glück, Commander. Ei, ei. Auch wenn alle plötzlich sagen, oh, die Basis ist unsichtbar. Was ist passiert? Raketentruppen, aufgepasst. Empfange Nachricht. Die Nod-Truppen sind zu zahlreich. Die haben das Tiberium verbreitet. Ich glaube, ich kann da so relativ nah ran, ja. Einheit wird angegriffen. Ja, außer du gehst so nah ran. Logisch. Feuer frei! Einsatzziel erreicht. Raketentrupp vorwärts! Raketentrupp kampfbereit! Seid vorsichtig! Die Luftunterstützung braucht ein Ziel. Moment, ich muss die kurz noch erstmal wegschicken. Aufgepasst! Verstanden, Commander. Ziel wählen. Luftunterstützung nähert sich. Ziel in Sicht. Schick sie zur Hölle, Jungs. Ziel zerstört. Kehren zur Basis zurück. Verstärkungen eingetroffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Empfangen. Hier, MBF. Nord hat vor dem Weißen Haus einen Stützpunkt errichtet. Wird gebaut. Was zum... Der Stützpunkt ist einfach verschwunden. Nein. Bodenunterstützung. Raketentrupp kampfbereit. Bau abgeschlossen. Such deinen Empfange Weg rein. Empfange Nachricht. Nord tarnt seinen Stützpunkt mit diesem. Neue Bauoption. Haltet die Waffen bereit. Neues Bonusziel. Es kann losgehen. Commander? Unterwegs. Nähern uns Ziel. Einheit wird unterwegs. Wir kommen. Operation läuft. Wir kommen. Bau abgeschlossen. Macht sie fertig. So. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. BMT erwartet Befehle. Operation läuft. Abgeschlossen. Gebäude sicher. Aufgepasst. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Mach es mit Scharfschützen. BMT, wie ist der Plan? Einheit bereit. BMT erwartet Befehle. BMT, wie ist der Plan? Haltet Bau durch. Abgeschlossen. Operation läuft. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Ausbildung. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Und vielleicht das auch zuerst. BMT erwartet Befehle. Ich habe Ihre Codes. Melden uns zum Dienst. Einer da rein. Einer da rein. Ich kümmere mich, melde mich zum Dienst. Bau abgeschlossen. Wir sehen uns dort. Verstanden. Scharfschützenteam, wo werden wir gebraucht? Bauplatz. Commander, wir stellen für diese Mission Predator-Panzer bereit. Bauen Sie sie in Ihrer Waffenfabrik. Der Predator ist im Kampf gegen die Gebäude und Fahrzeuge der Bruderschaft äußerst effektiv. Sieht sicher aus. Raketentrupp einsatzbereit. Auf zum Tiberiumfeld. Vorsicht! Raketentrupp einsatzbereit. Ja, Sir. Raketentrupp vorwärts! Und da oben rein. Raketentrupp. Truppentransporter. Wir kommen. Es kann losgehen. Einsatzbereit. Unterwegs. Raketenbereit. Unzureichende Mittel. Bonusziel erreicht. Oh, dann warte ich auf ein paar Andor-Sniper. Und dann bauen wir die Predator in Massen. Wo werden wir gebraucht? Einheit wird angegriffen. Scharfschützenteam, wo werden Einheit wir gebraucht? Geordnet. Bringen wir es hinter uns. Einheit befördert. Commander? Ingenieur Einsatz. Rein da. Gebäude BMT erwartet Befehle. An die Arbeit. Rein da. Commander? Gebäude unterwegs. Ausbildung. Nein. Die da. Abgebrochen. Ausbildung. Brauchen Silos. Nee, wir brauchen keine Silos. Wir brauchen einfach nur Predator-Panzer. Lass die das Gebäude immer besetzt kriegen. Geheimdienstdaten aktualisiert.
Einheit befördert. Gruppentransporter. Ah. Zeigen wir sie. Predator bereit. Es gibt absolut keinen Grund für mich, einen Gefechtsstand zu bauen, ne? Wieder mit Grenadiertruppe freischalten. Wow. Predator bereit. Einheit wird angegriffen. Was ich bei den Skrin immer sehr heftig finde, ist, die brauchen den, das Nervenzentrum, also das Äquivalent zum Gefechtsstand, um Panzer zu bauen. Während er dem GDI und Nord hat eben die Scorpion oder Predator dem, ja, um in der Waffenfabrik bauen können. Schon heftig. Predator Crew bereit. Also, meiner Meinung nach ist das echt heftig. Einheit wird angegriffen. Predator bereit. Verstanden. Unterwegs. Ihr kommt mal nach rechts. Ihr geht mal da oben hin. Predator bereit. Holt sie euch. Unterwegs. Rein gehabt. Gruppentransporter. Haltet durch. Wir kommen. Du, geh mal zur Reparatur. Predator bereit. Einheit wird angegriffen. Bodenunterstützung. Ja, verstanden, Sir. Gebäude sichern. Verstanden, Commander. Predator bereit. Sucht einen Weg ein. Geht doch rein. Haltet die Stellung, Soldaten! Panzerdivision. Komm auf einmal 50.000 Einheiten. Predator bereit. Erwarten Befehle. Unterwegs. 50.000 ist nicht schon. Befördert. Ja, doch, ist ein bisschen übertrieben. Verstanden. Panzerdivision aus. Nur ein bisschen. Auf sie! Auf sie! Nähern uns Ziel. Operation läuft. Haltet durch. Nichts mehr. Neues Bonusziel. Ja, da bin ich schon unterwegs. Dringe in Kampfgebiet ein. Predator bereit. Nähere mich Ziel. Bonusziel erreicht. Einheit wird angegriffen. Geheimdienst aktualisiert. Unzureichende Mittel. Ich wollte jetzt nicht unbedingt, dass er da mitten durchfährt, aber es ist okay. Einheit verloren. Predator bereit. Haben Sie im Visier. Zurück Einheit zur Basis. Auf Empfang. Ah. Oh. Predator bereit. Na, war jetzt klar. Predator. Predator bereit. Na, es sollte nicht schneller gehen, wenn wir mehr dran sind. Ne. Ein bisschen. Panzerdivision. Unsere Basis wird angegriffen. Panzerdivision. Nicht heftig. Verstanden. Ziel bestätigt. Einheit befördert. Predator bereit. Ach gut, die trefft ihr noch. Auf Empfang. Panzerdivision ausrücken. Unterwegs. Ach, das würde werden eine Tragödie wie hier dann. Unsere Basis wird angegriffen. Ziel bestätigt. Und auf nach oben. Panzerdivision ausrücken. Wir müssen da ein paar Kraftwerke zerstören. Einheit wird angegriffen. Ah. Warum waren die denn jetzt nicht unsichtbar kurzzeitig? Angriff läuft. Darauf aufpassen, dass möglichst nicht wieder irgendeiner stirbt. Feind anvisiert. Also solange die keine Raketeneinheiten in dem Gebäude haben, ist es nicht so wild. Schafft Platz! Sammler wird angegriffen. Oh oh. Unsere Basis wird angegriffen. Obwohl. Ich hab hier Verteidigung. Ziel bestätigt. Ich hab noch Einheiten. Alles gut. Einheit wird angegriffen. Predator bereit. Unzureichende Mittel. Panzerdivision ausrücken. Sehr schön. Ziel bestätigt. Panzerdivision ausrücken. Na, wollt ihr wieder mittendrin durchfahren?
unterwegs. Schicke ich euch diesmal hier hin. Ziel bestätigt. BMT, wie ist der Plan? Operation läuft. Panzerdivision. Ach, egal. Panzerdivision ausrücken. Einheit wird angegriffen. Ey. Die eine. Immer der. Es gibt immer den einen. Immer den einen. Ziel bestätigt. Unterwegs. So, rein hier. Ziel bestätigt. Panzerdivision ausrücken. Predator bereit. Ziel bestätigt. Einfach überfahren. Einheit wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Überfahren und ignorieren. Ziel bestätigt. Einheit verloren. Panzerdivision ausrücken. Vorsicht! Vorsicht! Unterwegs. Konservenbüchsen. Dosen. Büchsen. Dosenbüchsen. Panzerdivision ausrücken. Predator bereit. Ja. Verstanden. Unterwegs. Einheit wird angegriffen. Verstanden. Ziel bestätigt. Sehr schön. Unterwegs. Einsatzziel erreicht. Feuer! Noch der Rest da und dann... Panzerdivision ausrücken. Könnt sogar abhauen. Einheit befördert. Oder? Verstanden. Panzerdivision ausrücken. Einheit befördert. Geheimdienstdaten aktualisiert. Mission erfolgreich. Predator bereit. Schönes Überfahren. Sehr schön. Jo, danke. Und... ja, keine Ahnung. Vor weniger als 24 Stunden wurde die nordöstliche blaue Zone noch von Nordtruppen belagert. GDI-Truppen wurden überrannt, ihre Kommandozentrale stand kurz vor dem Fall und die freie Welt stand kurz vor dem Abgrund. Aber ein mutiger Truppenkommander konnte einige Siege in DC erringen, die offensichtlich weitere GDI-Triumphe in der ganzen Welt nach sich gezogen haben. Es ist doch so, dass die Erfolge der GDI wirklich ermutigend sind. Sogar sehr, würde ich sagen. Wir kämpfen dort einfach um unsere Zukunft. Aber William, ich kann Ihrer Ansicht nicht zustimmen, dass der Ausgang dieses Krieges noch ungewiss ist. Es kann hier meines Erachtens überhaupt nur einen Sieg der GDI geben. Wir haben den Willen und die Unterstützung der Bevölkerung. Was will man mehr? Das Volk will unbedingt Rache. Auge um Auge. Und genau die werden sie bekommen. Scheint nur die Frage offen zu sein, können sie dieses Versprechen halten? Denn viele prominente Kriegsanalysten sehen in ihrer doch sehr mangelhaften Erfahrung ein ernsthaftes Risiko. Ich glaube an meine Generäle und Kommandeure. Es sind die Besten der Besten. Und ich bin sicher, sie verdienen nicht nur mein Vertrauen und das Vertrauen meines Ministeriums, sondern das Vertrauen des Volkes, weil wir für dieses Volk kämpfen. Wir kämpfen, um es zu beschützen. Das Untergraben des Vertrauens zwischen dem Volk und seinen Beschützern wäre, wie ich glaube, ein Fehler. Commander, egal was Sie in den Nachrichten gesehen haben, glauben Sie mir, dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei. Wir haben immer noch eine Reihe von blauen Zonen, die umkämpft sind. Der Ausgang ist offen, aber etwas anderes bedrückt mich. Kommen Sie. Im Verhör haben mehrere Kriegsgefangene immer wieder ähnliche Drohungen ausgesprochen wie diese. Hier, sehen Sie mal. Das ist nur der Anfang. Feuer wird vom Himmel regnen. Seuchen werden eure Körper vernichten. Und eure Seelen werden um Vergebung winseln. Wenn Kane erst richtig wütend ist! Es könnte sich um die typischen Tricks der Nord handeln.
Aber es klingt so, als planten sie den Einsatz von Massenvernichtungswaffen und deshalb schicke ich sie nach Nordafrika. Wenn Nord welche hat, werden sie sie dort finden. Hoffentlich erstickt ein Präventivschlag diesen Albtraum im Keim. Oh, und Commander, lassen Sie niemanden davon erfahren. Das Volk ist verängstigt genug. Sandra setzt im Moment alle Puzzleteile zusammen und Sie bekommen die Details von Kersey. Das wäre alles. Commander, die Situation in Nordafrika ist immer noch instabil. Ägypten wird unser Hauptziel sein. Wie sich herausgestellt hat, ist eine Bewässerungsanlage vor Kasabat in Wirklichkeit eine Nordchemiewaffenfabrik. Offensichtlich müssen wir sie ausschalten. Im Norden ist der Hafen von Alexandria. Dort verschifft Nord seine Waffen in den Rest der Welt. Und es kommt noch viel schlimmer. Wir glauben, dass Nord im Norden Kairos Aurora-Waffen in einer unterirdischen Anlage herstellt. Das mag erklären, warum das Gebiet so gut gesichert ist. Jedenfalls ist der erste Schritt zur Säuberung dieses Sektors die Zerstörung dieser Chemiewaffenfabrik in Kasabat. Ja, aber gut, das machen wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir hören uns bei Kasabat in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, cheerio!